Wir haben die ganzen Planeten gescannt, die zu scannen waren, und sind jetzt wieder auf das Sie dürfen andocken, um die Sachen abzugeben. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. Ich glaube, wir haben sogar die Sachen von den Elko gefunden. Ich dachte, das wäre eine kleine Mission, aber nichts da. Wir haben Ihre Leute von Dekuna runtergeholt. Völlig ehrlich. Danke für Ihre Unterstützung, Commander. Wir können diese Schuld nie zurückzahlen. Konnten Sie Zivilisten evakuieren? Ja. Wie viele? Nicht. Genug. Nein. Ich dachte, wir sehen die im Kampf und so. Das wäre cool gewesen. Weißt du, da haben wir hier keinen Auftrag mehr? Nein. Okay. Wählen Sie bitte einen Moment, suchen. Ankunft in Andockbucht E24. Notunterkünfte für Zivilisten. Hat mir hier wirklich noch einen Auftrag? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. So. Willkommen bei Batarian State Arms. Ihre Käufer kommen der Hegemonie zugute. Falls es die noch gibt. Zum ersten Mal seit dem Rachni-Krieg wurde die Assassin. Ja, so gefällt mir das. Gewinnt er mal wieder. Ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen. Wir wollen mit Ares. Ah, Scheiße. Sind Flüchtlinge von Dekuna unterwegs zur Citadelle? Ah, da ist sie doch wieder. Was machst du hier? Ich warte. Den Flüchtlingslager der Citadelle gehen langsam die Ressourcen. Oh nein, das hat jetzt von vorne angefangen. Dass schon bald zu Lebensmittelknappheit kommen könnte. Bisschen billig. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Einen Moment bitte. Ich glaube, wir sind darüber, oder? Nein. Ankunft im Präsidium Unterhaus. Willkommen bei Canella Export. Danke, dass Sie bei Canella Export eingekauft haben. Oh, Mensch, heute muss ich aber auch niesen. So. Reaper-Streitkräften ist ein Witz, das sind riesige Kampfroboter und ihre, weiß ich nicht was, Angestellten. Ich habe den Obelisken von Karsa beschafft. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Das ist erstaunlich. Danke, Commander. Er wird eine unbezahlbare Hilfe bei einer sehr heiklen Arbeit sein. Citadel Geschenke Boutique. Alle Anlagen im Flüchtlingslager nach der Citadel gehen langsam die Ressourcen aus. Und der Rat meldet, dass es schon bald zur Lebensmittelknappheit kommen kann. Oh je. Das heißt, wir sind schon da. Die haben ja gesagt, wir werden keine 100 Jahre aushalten. Die Schiffe können in 36 Stunden da sein. Brauchen Sie medizinische Hilfe? Nein. Die Evakuierung ist völlig ausreichend. Danke, Botschafterin. Botschafterin? Ich koordiniere die Flotte, solange wir hier sind. Kolonien evakuieren, turianische Verteidigungslinien stärken. Genau hier war es, glaube ich. Auf den Tag vor 3 Jahren. Was? Dass Sarens Attentäter mich beschossen haben. Ich war neu auf der Citadel und dachte, ich brauche keine Barrieren. Großer Fehler. Saren wollte sie umbringen? Ja, ich hatte bei den Geth die Aufnahme gefunden, die bewies, dass er für die Reaper arbeitete. Ich ging nach Ilium, um die Behörden zu informieren, aber Sarens Söldner griffen mich an. Ich entkam nur knapp. Ich ging an Bord eines Frachters und kam hierher. Ich dachte, ich wäre sicher. Das haben Sie nie erzählt. Wie schlimm war's?
eine Poloniumkugel in den Arm. Schon nach wenigen Minuten hatte ich Fieber. Es war die erste echte Verletzung auf meiner Pilgerreise. Ich lief sofort zur Ratsbotschaft, bat um Schutz und bot die Daten über Saren an. Der turianische Beamte nannte mich Anzugratte. Ich sollte abhauen, sonst würde er mich von der Station werfen lassen. Ich wünschte, er könnte sie jetzt sehen. Hat er gerade. Das war er. Ich glaube nicht, dass er sich erinnert. Ja, hast du gut gemacht, Tali. Oder sollen wir ihn dran erinnern? Ja, kannst auch sagen. Naja, komm, Truhe den Rücken stärken. Und trotzdem unterstützen sie ihn jetzt. Der Krieg ist zu groß für alten Groll. Sie haben uns das gezeigt. Wir haben Frieden mit den Geth. Ich habe keine Zeit für einen dummen Turianer. Außerdem ging's gut aus. Ich schaff's in die Bezirke, sie finden mich. Happy End. Und jetzt bekommen die Turianer die verzweifelt benötigte Hilfe. Ich hätte ihm beinahe gesagt, wer ich bin, damit er sich entschuldigt. Vielleicht mussten wir beide erst erwachsen werden. Der Unterschied ist, dass Sie geholfen haben. Danke, Shepard. Genau wie Sie. Ja. Alles sieht so friedlich aus. Abwehrdrohne. Wollen wir noch eine Drohne holen? Ich weiß ja nicht genau, was das jetzt ist. Hört sich cool an. Hier war noch nie was. Zufällig habe ich einen in Bernstein eingeschlossenen Kakliosaurier-Schädel gefunden. Vielleicht können Sie ihn zum Klonen brauchen, oder... Sie machen Witze. Im Ernst? Nun, wenn das genetische Material intakt ist, könnten wir... wir haben auf Sir Cash eine Klonanlage. Kakliosaurier-Gene waren erstaunlich gut verarbeitbar. Klonen könnte funktionieren. Wirklich? Und die ersten Einheiten reiten bereits in die Schlacht? Also, das ist ging aber schnell. Dass sie die anpinkeln. Status erkannt. Sie bitte einen Moment. Kannst du nochmal hinnehmen und den Satz nochmal abspielen? Geht nicht. Wieso? Wie soll das gehen? Das geht doch so zwei. Oh mein Gott. Ich habe den Kodex der Ahnen von Dekuna zurückgebracht. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Erstaunt und erfreut. Wirklich. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Vielen Dank. Moment, du hast nach meiner schweren Panzerung gefragt. Ich habe nie gesagt, dass es sich um schwere Panzerung handelt. Der hat bald ein Problem, außer seine schwere Panzerung. Und die Reaper den Laden dicht machen hier. Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Tja, da sind immer noch ein paar, ne? Hm. Naja. Der Rest wird aber... Haben wir jetzt alle abgegeben? Die, wo ich weiß, ja. Deswegen sage ich ja... Gucken wir vielleicht mal rein, was wir noch haben. Stimmt, du kannst mal gucken. Hier, genau die beiden. Sie sind dran. Ratsherrin Irissa. Nicht heiß. Zu viel Make-up. Darauf stehe ich nicht. Shaira, die Konsortin. Heiß, würde ich sagen. Können wir damit aufhören? Sie machen mich nervös. Dalatras Linron. Wie geht's? Sie sind dran. Ratsherrin Irissa. Nicht heiß. Das Banner des ersten Regiments. Das wird der Rückgrat hart machen wie Stahl. Was zum Teufel ist Ihr Problem? Die Allianz werde ich nicht übers Ohr hauen. Seit wann sind Sie denn so empfindlich, wenn es um diese Penne geht? So geil, wir rennen wie auf Schienen, ey. Ja, das sieht echt sehr lustig aus. Tschut. Hey, der hat halt dicke Panzerung an den Beinen oder dicke Muskeln. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte einen Moment, bitte. Können wir denn nochmal einen Blick auf die Missionen werfen, die noch offen sind? Ankunft beim Huerta-Krankenhaus.
Entschuldigen Sie, ich habe die Ringe von Alune beschafft. Sie warten in Bucht D24 auf Sie. Das ist wunderbar. Ich konnte von der Farm entkommen und so. Hier noch irgendetwas. Ich weiß nicht mehr. Ich habe in einer Chemiefabrik diesen Behandlungsplan gefunden. Hilft Ihnen das? Behandlung? Was? Bleib mal stehen. Hey, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aha, wahrscheinlich experimentell. Es ist reine Spekulation, aber wir machen trotzdem ein paar Tests. Vielleicht hilft es unserer Patientin ja. Ist es besser geworden? Ja, das Gegenmittel beginnt langsam zu wirken. Ja, jetzt noch hier gucken. Ne? Ja, General Corellius wird sich wieder vollständig erholen. Er ist bereits wach und ansprechbar. Zuflucht getötet. Die Allianz weist Zivilisten drauf. Was war mit dem anderen Gang da? Ist kein Gang. Da links. Ist doch kein Gang. Ja, aber dann ist da halt ein Raum. Ist das so irgendwann drin? Okay. Ich nicht. So. In der Mitte bist du noch nicht durchgelaufen, glaube ich, zu lang. Also, oben lang. Hey, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Ich weiß, wie es im Moment zugeht. Stimmt. Daher muss man jeden Augenblick auch nutzen. Schön, dass wir reden konnten. Finde ich auch. Und nochmals... Machen Sie es gut, Jacob. Sie auch, Shepard. Ich werde an Sie denken. Passen Sie auf sich auf. Okay. Die ist schon im Weg. Können wir jetzt nochmal gucken? Vektorstatus erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment, bitte. So. Log Missionsüberblick. Friedhead Servers. Kommunikationszentrum wissen wir jetzt hier. Hades Nexus Proteanische Sphäre. Zeig mal. Flüchtlingslager des Citadel. Ja, haben wir die schon gefunden? Nein. Okay. Wärme, Einheitsstabilisatoren, Anhör. Okay. Okay, das sind alles nur noch Aufgaben auf der Citadel, ne? Speicherst du nochmal? Also Aufgaben von diesen Planeten-Scannen. Haben wir denn alle Planeten gescannt schon? Nein. Nein? Sind da noch welche offen? Ja. Okay.